Ja, hallo liebe Freunde und willkommen bei Eyeball Express. Heute mal wieder mit einem kleinen Solo-Spiel von mir, und zwar Hitman Absolution, das es im Moment bei Steam gibt, 75% billiger für, ich glaube, etwas mehr als 8 Euro. Und ich finde, wir könnten das gut und gerne mal spielen. Crysis musste ich ja abbrechen, das LP, da ich dort immer wieder Lags hatte, auch wenn ich die Qualität aufs Minimalste runtergestellt habe. Und mal schauen, ob das hier besser ist. Wir spielen mal den Modus Normal und fangen doch mal an. Hör mir zu. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Ein Mann wird kommen und dich holen. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Regel Nummer 1: Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt okay, die Oberfläche. Ich muss mal eben die Option etwas runterstellen. Ultra ist vielleicht auch ein bisschen hoch. Machen wir auf hoch. An. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Okay, also kurz zusammengefasst,
haben wir jetzt hier den Auftrag, diese Diana zu erledigen, mit der wir in den früheren Hitman-Teilen immer mit der Agency kommuniziert haben. Und die hat jetzt wohl die Agency verraten und ja, müssen wir natürlich rächen. Die Agency oder wie auch immer. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen. Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Okay. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Alles klar. Es gibt einen Zugang über die Gärten. Gucken wir doch mal, ob wir vielleicht hier irgendwo durchkommen. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann sie sieht, verhaftet er sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. In Deckung sind sie für ihre Gegner schlechter zu sehen. Setzen Sie gefundene Gegenstände als Nahkampfwaffen ein oder lenken Sie Ihre Gegner damit ab. Muttersch, achso. Werfen Sie den Schraubenschlüssel auf die Eimer, um die Wache abzulenken. Ausgezeichnet. Schlüpfen Sie vorbei, solange die Wache abgelenkt ist. Hallo. Ist da jemand? Nein, hier ist keiner. Und die Silberballer. Wenn Sie zielen, zielen Sie auf den Kopf. Erhöhen Sie dann Ihre Präzision, indem Sie Ihre Waffe stabilisieren. Ums. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Die steht da ja günstig, die Kiste. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Gut zu wissen. Stecken Sie Ihre Waffe weg. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Du bist der Sicherheitschef. Wenn du es nicht weißt, wer dann? Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Ja, ich spiele das auch völlig blind hier. Den letzten Hitman, den ich gespielt habe, war, glaube ich, Blood Money. Und das ist ja schon ein ganzes Stück her. Also nimm's mir nicht übel, wenn ich hier mal ein bisschen verplant. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Können wir denn jetzt hier? Können wir das sehen? Gut, soweit. Hitman ist das natürlich immer wichtig, unentdeckt zu bleiben. Wir sind ja nicht Rambo. Schon gut.
Sie haben einen Kontrollpunkt aktiviert. Wenn Sie sterben oder neu beginnen, starten Sie an dieser Position. Ich weiß nicht, soll ich? Da oben läuft noch einer. Den schalte ich eher aus. Gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt an, aus welcher Richtung Gefahr droht. Versuchen Sie, unerkannt zu entkommen. Sauberer Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren Ihre Feinde. Ja, ich weiß. So, komm mal mit hier. Lustiges Ragdoll. Und rein mit dir. So. Können wir denn jetzt hier auch runter? Da kam der ja her, ne? Wo müssen wir hin? Weiß man nicht. Wahrscheinlich da hinten, dieses Glasgebäude. Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Sehen Sie die Wachen, die überall im Garten verteilt sind? Sie sind jetzt versteckt. Wenn Ihre Gegner Sie nicht beim Betreten gesehen haben, sind Sie sicher, selbst wenn Sie nach draußen spähen. Cool. Soll ich jetzt warten, bis der wiederkommt hier? Was soll ich jetzt machen? Aber da werden 5 Feinde angezeigt. Wir müssen jetzt bestimmt warten, bis der sich umdreht, ne? Hallo. Buch. Und wir müssen da hinten hin. Ist hier denn jemand? Sollst du nach mir sehen? Hier ist Sex. Benutzen Sie Ihren Instinkt oder das Radar, um den Ausgang zu finden. Zwei Ziele. Tod und Dippe. Außerdem kannst du sicher sein, dass es ständig regnet. Kannst du nicht lange Straße durch. Das Hotel ist ein Rest. Bei dir alles klar, Herr? Ich bin okay, Kleiner. Dreh du nur deine Runde. Sie wurden verhaftet. Laufen Sie nicht weg. Geben Sie vor, sich zu ergeben. Oder gehen Sie ruhig in einen abgeschiedenen Bereich und kümmern Sie sich dann um Ihren Feind. Das lief jetzt nicht so ganz nach Plan. Der Mörder versteckt sich. Ich habe keinen Sichtkontakt. Äußerste Vorsicht. Out. Na komm. Eine Leiche wurde gefunden. Jetzt sind die Wachen aufmerksamer. Na, wo bist du denn? Bums. Gut, das war jetzt nicht so ganz leise und geheim, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte. Aber nun, ich glaube, wir verstecken die trotzdem lieber alle. Nicht, dass hier nachher noch einer langkommt. Und rein mit dir. So. Brauchen wir eigentlich nicht mehr zu schleichen, oder? Haben wir denn hier noch so ein Kistchen? Da war doch noch eins, oder? Ja, hier vorne. Da, da, da. Und einen Müll entsorgen.
machen das jetzt alle? Ich glaube schon, oder? Oder lag da noch einer? Ne, hier liegt noch einer. Ich finde das Rektor-System lustig. Guckt euch mal die Hand an. So, und du auch noch da rein. Und tschüss. So, Steuerung. Ich glaube, jetzt müssen wir hier nach links, ne? Hier ist soweit klar. Ja, leck doch erstmal blöd rum. So, jetzt geht's wieder. Hallo. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Das war ja mal gerade so ein Headshot. Sauberer Kill. Sie können die Leiche über die Brüstung werfen. Ich glaube, ich verkleide mich mal zu einer, ne? Also. Oh. Und tschüss. Ja, mal diese Lecks zwischendurch. Ich weiß wirklich nicht, wann das liegt. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr eine Ahnung habt, woran das liegt. Nehmen Sie Entdeckung, um nicht getroffen zu werden. Oder verstecken Sie sich. Was will er denn aushalten da? Ich glaube, das Leichenentsorgen ist jetzt hinfällig nach meinen kleinen Schießerei-Eskapaden hier. Aber ich mach's trotzdem mal. Reinlegen, oder? Ja. Ich hab dir doch auch noch so einen Gärtner umgelegt, ne? Kleiden wir uns doch mal als der da. Vielleicht kommen wir dann unbemerkt durch den komischen Gartenhaus oder was das da sein soll. Glaube ich, ne? Was ist das jetzt hier?
lasse ich mal liegen. Ich bleib lieber Gärtner. Jetzt müsste ich ja theoretisch hier eigentlich durchspazieren können, solange die mir nicht genau ins Gesicht gucken. Jetzt müsst ihr ja auch demnächst mal wieder ein Speicher bekommen, glaube ich, oder? Wahrscheinlich habe ich schon die letzte gesehen. So, an der Kante vorbei. Ja. Der Garten liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mir. Seht ihr das, dass es jetzt schon wieder so anfängt zu lecken? Also während der Schießer rein war das ja gar nicht, das ist jetzt irgendwie nur... Ich glaube, ich stelle mal eben... die... Texturenfilter ein bisschen runter, vierfach. Vielleicht machen wir mal V-Sync aus, das soll ja auch ziemlich viel fressen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Oh Mann, super. Ja, danke, Doc. Ja. Ich dachte, ich wäre so gut wie tot. Alle Zeugen, Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Ausschalten oder töten. Sie haben die Wahl. Ach komm, wenn dann richtig. Auf alle Fälle wacht er nicht so schnell wieder auf. Und die Frames brechen trotzdem ein. Verstehe ich nicht. In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Ah, ja, denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. So, und ich würde sagen, wir speichern hier jetzt allererstes mal und dann verabschiede ich mich schon mal mit dem allerersten Part. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie was oder einen Vorschlag dazu habt, warum das so leckt und wie man das abstellen kann. Ja, wir haben eine GTX 580 und als Prozessor ein i7 2600K und 8 GB RAM. Vielleicht hilft euch das ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part wieder und viel Spaß. Euer Tristan. What the fuck? Au. Oh, mach ihn tot! Lass es rum, bitte! Aua! Ja. Ah. Oh, wie, es schießt sich jemand ins Auto ein. Was für ein Schatz euch! Er hat dich geschossen. Guido, was? Er hat dich geschossen. Ich hab dich geschossen, ja.